Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Punks und liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich hier wieder zu einem meiner neuen Videos. Zunächst möchte ich dich einmal bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es bisher noch nicht getan hast. Aktiviere auch die Glocke, damit du rechtzeitig informiert wirst, wenn die nächste Premiere ansteht. Und bitte teile auch meine Videos, beziehungsweise mit der Clip-Funktion, mit dem Scheren-Symbol unter dem Video, kannst du kleine Teile meiner Videos ausschneiden und dann im Internet verteilen. Wir wollen die Community vergrößern. Ich will die Community vergrößern und da brauche ich natürlich eure Mithilfe. Worum dreht sich's heute? Es wird sich heute auch mal wieder um das Thema entschuldigen. Ich habe einen tollen Post gefunden auf meinem Telegram-Kanal, beziehungsweise auf dem Telegram-Kanal von dem Querdenker-Anwalt Ralf Ludwig. Der hat ein tolles Statement abgelassen, weil, die CSU und sämtliche Politiker so ein bisschen diese ganze Geschichte im Moment diskutieren mit Entschuldigen und nicht Entschuldigen. Und da möchte ich im Moment gar nicht vorgreifen, da gehen wir dann am Ende einmal ganz kurz rein. Aber für die Einleitung dieser Thematik müssen wir natürlich uns einmal gewisse Dinge anschauen, die wehtun. Ich habe hier im Tagesspiegel zum Beispiel einen Artikel gefunden. Das ist hier eine hinter einer Bezahlschranke, aber das Gegenextrem zum Schwurbler. Ja, alleine das hier, das Wort Schwurbler wird immer noch verwendet. Sie haben tatsächlich bis heute nichts dazugelernt, egal was jetzt in dem Artikel steht. Ich war Team Lauterbach und bin jetzt in der Psychiatrie. Krisenvirus-Verängstigte leiden besonders jetzt, wo viele Maßnahmen fallen. Einige sind in psychiatrischer Behandlung, andere lassen ihren Frust in den sozialen Medien raus. Eine Analyse. Nicht nur in den sozialen Medien, ist meine Vermutung, da kommen wir nachher nochmal zu. Allerdings, was mir auffällt, ist natürlich hier Schwurbler und dieser Satzbau hier, das jetzt ist eingeklammert von zwei Kommas. Ich will jetzt hier nicht den spießigen Komma-Faschisten machen, das mache ich nicht, aber es scheint hier schon wieder so, als wenn dieser Artikel hier von einem 14-Jährigen geschrieben wurde. Also, ich war Team Lauterbach, jetzt bin ich in der Psychiatrie. Ja, das hier zum Beispiel ist auch ein Artikel, wo ich sage, kein Wunder, dass du in der Psychiatrie bist. Ihr habt das schon gehört, es gibt den Warntag. Alle Alarmsysteme werden bundesweit getestet. Das ist jetzt in zwei Tagen der Fall. Am 8.12., da sehe ich gerade einen schönen Nikolaus, heute haben wir ja den 6.12., liebe Leute, also am 8. Dezember um 11 Uhr wollen Bund und Länder testweise ihre Katastrophenwarnsysteme auslösen. Auch Kommunen beteiligen sich. Die Menschen erhalten dann Warn-SMS, Meldungen per WhatsApp und hören entsprechende Durchsagen in Radio und Fernsehen. Was ist der Hintergrund des Warntags? Das kann ich euch absolut erklären. Der Hintergrund des Warntags ist es, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu halten. Denn das sind alles elektronische Systeme, natürlich auch am Ende analog, wenn so eine Sirene geht, aber hoffentlich gesteuert, digital, elektronisch. Und jeder, der ein kleines bisschen was von Elektronik weiß, weiß, dass man die nicht unbedingt alle an einem Tag testen muss. Und schon gar nicht so, dass man sie hört. Es würde reichen, diese Geräte einfach durchzutesten. Ja? Warn-SMS. Ich sag mal so, ich habe hier persönlich eine SMS bekommen. Einige von euch haben eine Information bekommen, sie sollen sich die App runterladen. Ich glaube, wir werden alle per SMS informiert. Auch das ist völlig, darauf können wir absolut verzichten. Ich finde es merkwürdig, ja, also ist so ein bisschen China-Style, ne? Wer die App hat und rot ist, darf sich nicht mehr bewegen, so ungefähr, wird gleich abgeholt. Diese Alarmsysteme sind meiner Meinung nach davor da, eben vor, ich sag's euch ganz ehrlich, nicht vor irgendwelchen Epidemien oder Pandemien zu warnen, sondern wenn ihr zum Beispiel irgendwo in der Innenstadt seid und einkaufen seid und da dreht jemand durch, dann kann man euch sofort informieren. Zum Teil verlasst das diesen Bereich oder schließt euch irgendwo ein oder was weiß ich was, wenn irgendwo jemand Amok läuft. Das ist im Grunde das, was ich so ein bisschen vermute. Ne? Eben haben wir gelesen im Artikel, er war Team Lauterbach, jetzt sitzt er in der Psychiatrie. Das hat alles schwerwiegendere Folgen und das ist auch gewollt so in meinen Augen.
Wie gesagt, diese Warnsysteme werden jeden Sonnabend um 12 Uhr getestet, die Sirenen bundesweit. Ich weiß nicht, was das soll. Es gibt Leute, die sich da schon ins Hemd machen, wenn die Sirenen am Samstag heulen. Ich weiß nicht, warum man jetzt hier jetzt so einen Wahnsinn macht, 2 Jahre nach dem Warntag-Desaster. Ne, vor 2 Jahren hatten wir das ja schon mal, dann hieß es denn so, oh, die Sirenen haben alle gar nicht funktioniert. Ja, Bruder, dann schick da einen Elektriker hin und lass die durchchecken. Da brauchst du nicht die gesamte Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Das nur mal so von meiner Seite. Und diesen Artikel, den finde ich seit 3 Tagen, ist der inklusive heute Morgen online gewesen. Symptome nach Behandlung. Behandlungsgeschädigte fühlen sich im Stich gelassen. Das hier ist ein Artikel von ZDF. Da gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Das wissen wir, was hier los ist. Und dass natürlich die Geschädigten hier komplett im Stich gelassen werden. Was mich nur wundert, ist Folgendes, dass dieser Artikel tatsächlich seit zwei Tagen im Netz zu finden ist. Also nicht nur auf der Internetseite, sondern auch auf Google News und auf allen übergeordneten Nachrichtenportalen, als wenn man hier diese Nachricht einfach lassen will. Ne? Auch auf Google News ist es nicht zensiert worden, ist von Google auch nicht herausgenommen worden. Ja, ich gehe davon aus, man will hier so ein bisschen das Narrativ aufweichen und sagen, schaut mal hier, worüber wir berichten. Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Und natürlich müssen wir auch einmal auf mein Twitter-Konto schauen, denn ich habe hier so einiges gespeichert, was hier auch in der Vergangenheit sich ums Thema Entschuldigung alles dreht. Dieses Tschüss Twitter, das trendet auch im Moment. Da hat also der niedersächsische Ministerpräsident dieses Foto geteilt und hat gesagt, jo, das war's hier, wenn hier keine Zensur mehr herrscht und Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er will. Und vor allen Dingen ist das für die auch Hetze. Dann verlassen wir Twitter und gehen keine Ahnung wohin, soll er gehen. Und dann wird dieses Foto gepostet. Dazu habe ich mich natürlich auch geäußert, wie er glaubt, auch nur irgendwie wichtig zu sein. Das hier ist der Tweet. Tschüss Twitter. Ja, und dann geht es natürlich ab. Das habe ich also bei einigen Leuten auch schon mehrfach gesehen. Die reagieren dann mit diesem Foto. Und ich habe auch reagiert, habe geschrieben, tschüss Twitter, bin nur kurz pinkeln, geht gleich weiter. Einfach nur, um auch hier einfach diese Unwichtigkeit von Herrn Weil einfach auch. Er kann in seiner Kanzlei wirklich alles bestimmen, er kann in Niedersachsen alles bestimmen, aber er soll seine schmierigen Finger hier aus den Social Media Kanälen lassen und es ist super, sie werden alle vertrieben. Ähnlich hier die Landesregierung, ist das hier die niedersächsische Landesregierung? Ja, genau, niedersächsische Landesregierung sagt auch hier, behandelt sein ist sicher sein, toll, ganz toll. Und dann ist hier der Post von der niedersächsischen Landesregierung, könnt ihr jetzt oben nicht genau sehen, im Laufe des morgigen Tages werden wir Account der Landesregierung hier fehlende Kontrollen und mangelnden Verifizierung führen zunehmend zur Verbreitung von Hass und Hetze. Falschinformationen und Verschwörungserzählungen, das ist für uns nicht länger hinnehmbar. Das werden euch die Opfer noch erzählen, was hier für euch hinnehmbar ist, und zwar vor Gericht. Und Aya Velasquez, wer sie nicht kennt, möge ihr folgen, schreibt hier, bedeutungslose Landesregierung verbreitet auf Twitter Fake News, behandelt sein ist sicher und verabschiedet sich dann von Twitter wegen Fake News. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, kannst du dir echt nicht ausdenken. Da kommen wir gleich zu diesem Artikel, habe ich einmal schon mal rausgesucht. Das ist auch hochinteressant vom Ethikrat. Da gibt es tatsächlich jetzt Kritik. Das hier ist irgendwo ein Weihnachtsmarkt. Könnt ihr das erkennen? Ich will mal sehen, ob wir das Foto ein bisschen größer kriegen. Auf dem Lebkuchenherz. Wie nennen sich die noch? Liebesapfel ist es nicht. Ein Lebkuchenherz. Ja, ein Liebesherz, Lebkuchenherz. Da hat früher drauf gestanden, für meinen Schatz oder du bist toll oder ich liebe dich. Schaut euch mal an, was die wahnsinnigen Kultisten da jetzt drauf schreiben. Es ist ein Kult für mich, wirklich. Es ist so ein religiöser Kult für mich geworden. Was anderes ist das nicht. Frank Zander sehe ich hier schon. Oh mein Gott. Ne? Hier steht im Artikel, Jans Baff, Bundesverdienstkreuz für Berlins Barden, Frank Zander. Er bleibt auch mit 80 Jahren erstklassig, ehrlich und sozial. Am Montag bekommt Frank Zander das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen für sein Engagement für Obdachlose. Okay, er hat in den vergangenen Jahren schon viel für die Obdachlosen getan. Letztes Jahr allerdings, das schreibt Marcel hier, für sein Engagement für Obdachlose, indem er letztes Jahr noch unbehandelte Obdachlose ausgeschlossen hat und ihnen das Essen verweigerte.
hat, ich weiß nicht, ob er das damals selbst entschieden hat oder ob das aus dieser vom Veranstaltungsort her kam. Auf alle Fälle habe ich das selbst damals gesehen in einem kurzen Video. Nur mach doch nicht so schlimm, ist ja nicht so wild, nur lass dich mal pixen und dann kommst du hier, kriegst du auch Essen. Musst du dir vorstellen, als Obdachloser denkst du dir, wow, Weihnachten gibt's wieder Zanders Essen. Und dann gehst du da hin und dann kriegst du nichts, weil du dich halt nicht behandeln hast lassen. Und eine Straße weiter oder vielleicht sogar direkt vor der Tür ist dann das Behandlungszentrum. Also auch diesen Menschen werden die toten Seelen der Opfer des Nachts besuchen. Und wir hoffen, dass alle Verantwortlichen nur noch mit schweren Psychopharmaka einigermaßen überleben können und in den Schlaf finden. Das ist eine merkwürdige Szene hier vom Stachus von gestern. Man sieht hier Klimakleber und die Polizei, keine Ahnung, solidarisiert sich? Schützt die Klimakleber? Also, passt auf die auf, dass kein Auto rüberfährt. Warum haben die Polizisten alle so verschränkte Arme? Ist das ein Zeichen? Ich verstehe es nicht. Hier haben wir nochmal wieder Mai Ling. Ganz rational betrachtet ist eine Behandlungspflicht sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Und diese Dame hier hat tatsächlich leider auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Damit ist natürlich diese Auszeichnung auch wirklich absolut obsolet. Der Staat muss sich für die Ausgrenzung der Ungeimpften entschuldigen. Das hier ist die Berliner Zeitung. Der Staat muss sich für die Ausgrenzung, es wird Zeit, einen Dialog zu führen über das Unrecht, das Kritiker der Maßnahmen angetan wurde, teils Teil 1 einer Debattenserie. Auch vollkommen verkehrt. Es wird hier abgelenkt. Es sind nicht die Maßnahmenkritiker. Ne? Also gut, okay, die Maßnahmen, wenn man die Behandlungspflicht und überhaupt die Behandlung dazu sieht, okay, ist das eine Maßnahme, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich entschuldige mich für an die Maßnahmenkritiker, dann geht das auch schon wieder ins Nichts, weil wir haben nicht die Maßnahmen kritisiert, natürlich auch, aber eben, naja, gut, das hatten wir schon, Kubicki erwartet frühzeitiges Ende. Hier, ne? Kardinal Schönbohm versteht Behandlungspflicht. Im Behandeln ist ein Akt der Nächstenliebe, musst du dir mal vorstellen. Ja, damit kriegen wir die Christen. Wir brauchen nur das Wort Nächstenliebe raushauen, dann kriegen wir auch die Christen. Das hier ist nochmal ehemals, das sind alles alte Beiträge der Protagonisten. Das gesamte öffentliche Leben, hat Karl Lauterbach hier geschrieben, am 15.11.21, also knapp vor einem Jahr, das gesamte öffentliche Leben muss auf 2G reduziert sein. Die Kontrollen mit Strafen, unangenehm und teuer, ich weiß, sind das zentrale Mittel. Die Unbehandelten müssen das ertragen, weil, wenn man ehrlich ist, sie auch mit dem Leben der anderen spielen. Auf Wiedersehen, Herr Lauterbach. Ja, auf Wiedersehen, Herr Lauterbach. Wir sehen ja heute, wie weit du gekommen bist. Es zerfällt im Moment und deine Karriere zerfällt auch zusehends. Wunderbar. Ja. Ungeimpfte bis März, unbehandelte bis März, behandelt, genesen oder leider verstorben. Auch ein übler Gag. Ne? Und im Grunde war es das dann auch schon. Hier gibt es noch einen Arzt beim MDR. Dem MDR muss ich auch großen Dank aussprechen für die kritischen Beiträge. Leider kann ich das hier jetzt nicht zeigen aufgrund von ja, der Zensurgefahr. Hier auf YouTube. Also da auch hochinteressant, wenn man nochmal reinschaut. Und jetzt kommen wir dazu. Ich war Team Lauterbach, jetzt bin ich Team Psychiatrie. Da habe ich hier was gefunden. Anschlagswarnung auf Weihnachtsmarkt Düsseldorf. Die Polizei hat die Sperrung des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts nach einer Anschlagswarnung am Montagabend wieder aufgehoben. Also, ne, hier drehen die Leute langsam am Rad. Mario Barth pöbelt gegen Sanitäter. Wie kannst du so mit einer Arroganz reinkommen? Das könnt ihr euch mal selbst raussuchen. Hier dreht es sich darum, dass während eines Live-Auftrittes gab es einen Notfall im Zuschauerraum, genauso wie hier. Veranstaltung abgebrochen, Besucher stirbt bei Konzert der Kelly Family. Bitte keine fiesen Kommentare jetzt in der Kommentarspalte. Hier ist jemand ums Leben gekommen. Es ist ja ein bisschen auffällig, diese beiden Nachrichten so nebeneinander. Was haben wir hier? Tragischer Todesfall in Bergkamen. 10-jähriger Schüler stirbt nach Zusammenbruch. Wann haben wir in Deutschland, ich bin 52 Jahre alt, wann haben wir in Deutschland so eine Schlagzeile gelesen und vor allen Dingen so viele Schlagzeilen? Ja, also hier kommt ein Schüler aus der Schule, bricht zusammen, kommt ins Krankenhaus, wird für tot erklärt, das war's. Im Artikel steht nichts von Vorerkrankung, einfach nur so, alle sind tief bestürzt und traurig, dass das hier diesem 10-Jährigen passiert ist. So, der Ethikrat. Im Grunde hat man die ganze Zeit versucht, Angst und Panik zu erzeugen. Ach,
Das ist ja interessant. Jetzt hat ja die Alena Büchs so ein bisschen was von sich gegeben. Da sind sie natürlich alle wieder drauf, gab den riesen Shitstorm. Und hier wird jetzt Christoph Lüttke interviewt, früheres Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Das hier ist leider eine Bezahlschranke, sonst hätten wir so ein kleines bisschen reingehen können. Aber, und das ist interessant, hier kann man es so im Halbtransparenten noch lesen, braucht es ein Schuldeingeständnis, wird hier gefragt. Ja, es braucht das Eingeständnis, dass Fehler gemacht wurden. Die rückwärtsgewandte Diskussion dient dazu, um zu verhindern, dass wir in einer ähnlichen Situation beim nächsten Mal dieselben Fehler machen. Also, zwar ein ehemaliges Mitglied, aber immerhin jemand, der hier auch mal Tacheles nennt, ja. Dann leider hier ein 38-Jähriger auf offener Straße erschossen, Täter festgenommen. Vom 6.12., also von heute Morgen aus Südhessen, am Montagabend kam es in Braunheim zu einer tödlichen Schussabgabe. Hier wurde ein Mann auf offener Straße erschossen. Wir gehen auch hier nicht näher rein. Ich habe es einmal schon mal durchgelesen. Man weiß nicht ganz genau, weswegen das passiert ist, aber ich sage jetzt mal so, ne? Team Psychiatrie lässt auch hier grüßen. Und jetzt will ich hier nochmal eben ganz kurz, genau. Und dann gehen wir in die, Tim Kellner würde sagen, Main Story rein. Das hier ist ein Artikel, der auf Bayern zu finden ist. CSU und Freie Wähler uneins für Krisenvirus-Maßnahmen entschuldigen. So ehrlich müssen wir sein. Nach Meinung der bayerischen Freie Wähler-Generalsekretärin Susan Enders sollten sich Regierung und Opposition für Fehlentscheidungen entschuldigen. Der Koalitionspartner CSU hält von dem Aufruf wenig. Jens Spahn hat es schon getan in seinem Buch »Wir werden einander viel verzeihen müssen«, räumt der CDU-Politiker eben Verfehlungen der Politik gegenüber Kindern und Familien ein, die zu den Hauptleidtragenden der Lockdown-Politik gehört hätten. Dafür kann ich nur um Verzeihung bitten. Und so hier nochmal wieder, ne, mit seiner Entschuldigung für bestimmte Maßnahmen, bla bla bla. Ich entschuldige mich. Die Freie Wähler-Politikerin nutzte am Donnerstag die Landtagsdebatte über den bevorstehenden Winter dazu, auf die letzten Jahre zurückzublicken. Ich entschuldige mich für politische Entscheidungen, die aus bestem Wissen und Gewissen in der Corona-Ausnahmesituation mit dem Ziel des Schutzes der Gesellschaft getroffen wurden, sich aber rückblickend als falsch herausgestellt haben. Nicht nur als falsch, sondern als kontraindikativ. Die Gesellschaft wurde gefährdet. Ganz klare Sache. Ja? Also hier das Wort Entschuldigung, Entschuldigung. Ne, massive Spaltung der Gesellschaft. Falsch war auch darüber hinaus, Inzidenz als alleinige Grundlage für Einschränkungen zu wählen. Die Aussage, Pandemie der Unbehandelten und damit die massive Spaltung der Gesellschaft. Weißt du, das ist so, ich zünde ein Haus an und hinterher tut es mir leid. Ne, das funktioniert einfach nicht. Das kann einem Elfjährigen passieren, aber nicht einem verantwortlichen Politiker. CSU sieht keinen Grund für Entschuldigung. Der Holtecheck, der Bayerns Gesundheitsminister, sagt, damals waren die Entscheidungen richtig. So, genau. Und dann hat ja hier die, die Freie Wähler-Politikerin Seidenaht, die hat also hier sich entsprechend entschuldigt und aus den Reihen der FDP kommt jetzt hier deutlich mehr Zustimmung, kommt aus der Opposition. SPD-Fraktionschef dankte der Freie Wähler-Politikerin gleich vom Rednerpult des Landtags aus für ihre Äußerung. Das fand ich jetzt tatsächlich gut, dass sie das so deutlich gesagt haben. Ja, jetzt fangen die an, sich gegenseitig zu loben dafür, dass sie sich entschuldigt haben, liebe Leute, das ist wirklich das Allerletzte, ja. Und dann auch noch völlig verkehrt, ja. Wir entschuldigen uns für die Maßnahmen. Leute, ihr solltet euch mal über die Opfer Gedanken machen und vor allen Dingen, ihr solltet euch auch um die Opfer kümmern und vor allen Dingen euch auch die Zahlen einmal anschauen und euch auch vor allen Dingen einmal um die Kanüle kümmern und nicht um, wir reden hier nicht von Lockdown. Klar, finanzieller Schaden ist da gewesen für den Mittelstand, keine Frage, ja, aber da brauchen wir bitte absolut keine Entschuldigung. So ein Quatsch. So, und der Rechtsanwalt Ralf Ludwig, der Querdenker-Anwalt, der hat das in einem folgenden Artikel hier auf seinem Telegram-Kanal geklärt. Und da gehen wir eben ganz kurz einmal rein.
liebe Leute, liebe, jetzt sagt doch einer was. Ich hatte das Mikrofon versehentlich hier ausgestellt. Gut, okay. Es tut mir leid, dass ihr 2 Minuten jetzt hier oder 1 Minute ohne. Das hier ist der Telegram-Kanal von Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Zu diesem Artikel, den wir gerade durchgelesen haben. Aus allen Ecken kommen jetzt die Entschuldigungen. Immer mehr Politiker und andere Täter entschuldigen sich, reden von Fehlentscheidungen. Dabei ist schon die gewählte Sprachform unerträglich. Man mag sich vor sich selbst entschuldigen. Einen anderen bittet man um Entschuldigung. Wir, die Opfer der Diffamierung, Verfolgung, Ausgrenzung und staatlicher Gewalt, wir können entschuldigen oder es eben lassen. Auch ich bin in den letzten 2,5 Jahren Opfer von Gewalt und Willkür geworden. Ich habe Dinge erdulden müssen, die ich in einem Rechtsstaat niemals für möglich gehalten habe. So, ich muss ganz kurz den Artikel einmal ein bisschen höher schieben, damit ihr hier auch den Rest des Textes lesen könnt. Noch viel schlimmer. Ich habe völlig ohnmächtig staatliche Gewalt und Willkür an anderen miterleben müssen und konnte nicht helfen. Genau. Das hat er hier sehr, 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 sehr gut beschrieben. Diesen Satz hier, das trifft auch auf mich zu. Noch viel schlimmer, ich habe völlig ohnmächtig staatliche Gewalt und Willkür an anderen miterleben müssen und konnte nicht helfen. Ich weiß nicht, ob ich entschuldigen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich vergeben kann. Um das herauszufinden, bedarf es keiner Selbstentschuldigung der Täter und auch keiner Bitte um Entschuldigung. Dazu bedarf es einer Verantwortungsübernahme durch die Täter. Ganz genau. Also man muss im Grunde zuerst, müssen sie im Grunde zugeben, ja, ne? Jetzt hallt es wieder durch den Raum der Geschichte. Wir haben es nicht besser gewusst. Und wer hat das gesagt vom ersten Moment an? Die Querdenker natürlich. Wir haben von Anfang an davor gewarnt, dass wir hinterher wieder sagen müssen, wir haben es nicht besser gewusst. Davon wussten wir nichts. Ja. Und das ist einfach für unser Deutschland ein absolutes Armutszeugnis. Und wir haben auch alle, die Gesellschaft und auch unsere Politiker und auch unsere Wirtschaft. Ich muss ein Riesenlob aussprechen an einen meiner Follower gestern Abend aus der Premiere. Boomerang irgendwas, der hat geschrieben, tja, der Mittelstand ist jetzt in Deutschland im Arsch, aber sie sind auch selber schuld. Sie haben nämlich 2 Jahre lang die Klappe gehalten. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, war einer der besten Kommentare, den ich seit Monaten gelesen habe, weil das wirklich so ist. Wenn man ganz hart mal mit den Geschädigten, mit einigen Geschädigten ins ganz hart mal ins Gericht geht, dann ist es tatsächlich so, der Mittelstand ist down, weil sie alle gepennt haben. Ich weiß noch die Diskussion, wir machen auf. Der Boss des Einzelhandelsverbandes in Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir haben uns jetzt zusammengetan, wir machen auf am, was weiß ich, 25. Februar 2020, kein Lockdown mehr, wir machen auf. Und dann hieß es dann in der Presse, ja, nee, doch nicht, doch nicht. Na, da ist man irgendwie auf den zugegangen oder hat ihn da irgendwie ja, unterdrückt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf alle Fälle hat der Einzelhandel dann gesagt, ach so, ja, okay, dann doch nicht. Dann kam 2G, ich erinnere mich noch gut daran, ja, die Unbehandelten durften nicht in die Läden. Und 2 Tage später schon lasen wir in der Presse, ja, der Umsatz ist bis zum 60% zusammengebrochen, ja. Also auch da wieder ein Zeichen, dass diese ganzen Behandlungsquoten gar nicht so hoch sein können, wie wir gedacht haben. Erstens das, sonst wären die Läden wahrscheinlich voll gewesen bei einer Behandlungsquote von 75%. Erstens das und zweitens ist es eben so, plötzlich merken die alle, ach du Schande, ja, der Unbehandelte fehlt ja aber auch. Ja, und hast nichts dagegen getan, hast dich dafür nicht eingesetzt. Ja. Das Schweigen der Freunde ist das, was man bei so einer Krise in der Diktatur behält man das Schweigen der Freunde eher in Erinnerung als die Worte des Feindes. So, nochmal eben ganz kurz hier zurück zu Ralf Ludwig. Jetzt halt es wieder durch den Raum der Geschichte. Wir haben es nicht besser gewusst. Die Entscheidungen seien in der jeweiligen Situation stets nach bestem Wissen und Gewissen getroffen worden. Ja, so geht's aber leider nicht. Solche Aussagen sind nicht nur offensichtliche Lügen. Man hätte sich politisch genehmer Wissenschaftler nur, Entschuldigung,
Solche Aussagen sind nicht nur offensichtliche Lügen, man hätte statt politisch genehmer Wissenschaftler nur die Fachkundigen befragen müssen. Also Wodak und Co., ne? Hier oben könnt ihr den Satz nochmal sehen. Solche Aussagen sind nicht nur offensichtliche Lügen, man hätte statt politisch genehmer Wissenschaftler nur die Fachkundigen befragen müssen. Nur, wenn die Täter Verantwortung übernehmen und wir, die Opfer, diese Verantwortung auch einfordern, können wir die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Weder ein rächendes Bestrafen der Täter noch ein im wahrsten Sinne verantwortungsloses Vergeben weist in eine bessere Gesellschaft. Ganz genau. Toll gesagt. Adorno formulierte nicht umsonst, unser Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, etwas Ähnliches nicht wieder geschehe. Ganz genau. Ganz toll gesagt, wir brauchen einfach nur daran denken, dass sich die Konzentrationslager einfach nicht wiederholen. Ja? Aber wir hatten sie ja. Ne? Es wurde ja hier diskutiert, Quarantänelager wurden hier in Deutschland diskutiert. Wir waren noch weit entfernt von dem, wofür Auschwitz steht. Wir waren aber gedanklich schon auf dem Weg zu dem, was der Frankfurter Soziologe und Philosoph als Ähnliches bezeichnete. Die Zitate über die Tyrannei der Unbehandelten und dem daraus sich ergebenden Strafbedürfnis bis hin zum Vernichtungswillen, keine medizinische Behandlung mehr für Unbehandelte, werden einem Vergessen nicht anheimfallen. Toll geschrieben hier, Ralf Ludwig. Wunderbar, wie immer, absolut treffend und sachlich und brillant. Ich kann hier nur von mir persönlich sprechen, weil der Umgang mit dem Erlebten etwas sehr Persönliches ist. Und hier in dem Fall auch noch mit dem Michael Ballweg als Anwalt da jetzt zu stehen. Der Mandant ist eingesperrt seit vielen Monaten und du kommst einfach nicht, ne, kommst einfach nicht durch. Das muss auch zusätzlich für den Ralf Ludwig und das gesamte Verteidigerteam ganz besonders schlimm sein. Ich wünsche mir, dass die Täter in gerichtsförmigen Verfahren glaubhaft Verantwortung übernehmen, dass sie dort wiedergutmachen, wo es möglich ist, dass sie dort ehrliches Mitgefühl zeigen, wo es eine Wiedergutmachung nicht geben kann. Eieiei. Wer Angehörige durch Selbstmord verloren hat, wer Sterbende nicht begleiten konnte, wer in den letzten Weg nicht mitgehen durfte oder die Tränen seiner Angehörigen nicht trocknen konnte, wird nicht so einfach vergeben können. Tja, Entschädigung kann den Schmerz auch nicht nehmen. Es wird ein langer Prozess für diese Gesellschaft, nicht nur die Spaltung zu überwinden. Und jetzt kommt natürlich auch noch eine Ansage in eigener Sache. Mit dem Zentrum für Aufklärung werden wir vorangehen. Es wird kein Vergessen geben. Wir werden aufarbeiten und die Täter werden sich ihrer Verantwortung stellen müssen. Das sind wir unseren Kindern und der friedlichen Zukunft unserer Gesellschaft schuldig. Was für ein toller Kommentar, muss ich sagen. Ja, danke, Ralf Ludwig. Wirklich, wirklich absolut großartig. Ja, wirklich absolut großartig. Ja, es ist heute ein heißes Thema, wie ich finde. Wir kommen auch jetzt hier zum Abschluss. Ich habe jetzt zum Entspannen und vielleicht zum Lächeln noch einen positiven Abschluss, einen positiven Artikel, den ich hier gefunden habe. Den wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar gibt es Neuigkeiten von der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Und zwar riss ein Wolf ihr Pony. Niedersachsen und Bremen, Wolf riss Pony von EU-Kommissionschefin von der Leyen. Rest in peace, Pony von der Leyen. Wir sind in stillen Gedenken bei dir. Liebes, ehrbares Pony von der Leyen. Aber, was soll ich dazu sagen? Es ist irgendwie eine komische Nachricht, ja, der Wolf riss das Pony von der EU-Chefin von der Leyen. Wollen wir mal sehen, ob da nicht in der EU jetzt neue Abschussfreigaben für Wölfe entworfen werden. Keine Ahnung.
Nach dem Tod eines Ursula von der Leyen gehörenden Ponys im Sommer in Burgdorf bei Hannover steht fest, dass das Tier Opfer eines Wolfrisses wurde. Genetische Untersuchungen bestätigten nach Angaben eines Sprechers Hannover, dass es sich um den Wolf mit der Kennung Pipapo handelte. Der Rüde gehöre zum Rudel Burgdorf und hat bereits mehrere Nutztiere wie Schafe, Rinder und Pferde gerissen. Zuerst hatte die Neue Osnabrücker Zeitung darüber berichtet. Natürlich berichtet die Osnabrücker Zeitung darüber. Das Pony ist 30 Jahre alt. Eieiei, das wird der von der Leyen ja richtig wehtun. Wer weiß, vielleicht auch jemand einfach den Wolf noch heiß gemacht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, ja, ein bisschen Schadenfreude möge mir erlaubt sein. Liebe Leute, was habt ihr zu diesem Thema zu sagen? Schreibt mir weiterhin so fleißig in die Kommentare und vor allen Dingen auch so konstruktiv, wie ihr es in der Vergangenheit getan habt. Ich finde es immer super, wie ihr die Kommentarfunktion nutzt. Schreibt mir weiterhin auch gerne Informationen über Situationen eures Lebens, eures Alltags, wo ihr vielleicht mal Fragen habt oder wo ihr Hilfe braucht oder Zuspruch braucht. Nutzt bitte auch meinen Telegram-Kanal. Da sind auch viele, viele Leute, über 2000 Leute sind wir dort. Wer da mal einen Rat braucht oder so, da kriegt ihr Informationen zu allem, wirklich zu allem. Schämt euch nicht, fragt gerne die Community. Ich achte da immer ein bisschen drauf, dass kein Hass entsteht durch irgendwelche blöden Kommentare. So wie jetzt hier gestern, ne, in meinem Video Star Wars Ende, ne, Krieg der Sterne ist zu Ende, der Hersteller des Mercedes-Sterns, und habe ich noch so ein bisschen was zu selbstfahrenden Autos und Wasserstoffantrieben erzählt und boom, flippen die Leute aus, ne? Das heilige Kalb des Autos wird hier angegriffen und bezweifelt, ne? Man nimmt den Menschen wirklich die letzte Freiheit, ein Auto. Okay, also meinetwegen, wenn das Auto für euch die letzte Freiheit ist, bin ich der Meinung, habt ihr die Kontrolle über euer Leben verloren. Allerdings ist das natürlich auch meiner persönlichen Situation geschuldet. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte einen Fahrdienst, 15 Angestellte, entsprechend viele Fahrzeuge. Riesen Tuwabu, riesen Buhai, 8 Jahre lang, 16 Stunden jeden Tag. Und am Ende war keine Zeit mehr für mich oder Freunde oder Freundinnen übrig. Es war nur noch Job und ich habe diese Firma gecancelt. Ich habe die Firma abgemeldet. Ich bin zum Buxtehuder Gewerbeamt gegangen und habe gesagt, Feierabend. Ja, und es war auch nicht genug Geld übrig, dass man hätte mich und die gesamte, also mich hätte, also als die Geschäftsführer hätte man ersetzen können durch jemanden, und dann hätte ich mir einen lauen Tag gemacht, das war am Ende auch nicht übrig, leider, also habe ich das ganze Ding abgemeldet und dann hatte ich die Schnauze so voll und habe mir ein gebrauchtes Mountainbike gekauft und bin, keine Ahnung, nach 30 Jahren mal wieder Fahrrad gefahren. Und bin natürlich dann hier aus Neugraben, das liegt zwischen Buxtehude und Hamburg, bin ich dann mit dem Fahrrad nach Buxtehude gefahren über die Felder. Und diese Erfahrung, das war eine Erfahrung von absoluter Freiheit. Erstens brauche ich keinen Sprit. Theoretisch kann ich mit dem Fahrrad wohin fahren, wo ich möchte. Ich muss halt nur treten, aber ich kann im Grunde, ja, ohne Geld, ohne Sprit kann ich überall hinfahren. Zweitens, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, hast du keine Zeitfenster. Ihr kennt das vielleicht. Ne? Oh, mit dem Auto schnell mal dahin. Und dann ist man nur am Hetzen, um pünktlich noch auf die letzte Minute unbedingt noch zu seinem Termin zu kommen. Das hast du mit dem Fahrrad nicht, weil du immer weitreichend deine Zeit einplanst, dass du immer Reserve hast. Das heißt, du gehst ganz anders, viel stressfreier auch durchs Leben. Ja, und drittens, fahrt mal, wenn ihr lange kein Fahrrad gefahren seid, macht das mal, fahrt mal ins Grüne. Na, da gibt es schöne Fahrradwege, wenn ihr im Frühling oder im Sommer an diesen grünen Pflanzen, an den blühenden Pflanzen direkt vorbeifahrt, wo früher, ne, um jetzt nochmal zu meiner Erfahrung zu kommen, wir sind mit diesem Fahrdienst 5.000, 6.000 Kilometer jeden Monat gefahren. Und irgendwann, ja, hast halt immer diese Scheibe und immer dieses Auto zwischen dir und dem Außen. Und als ich dann aufs Fahrrad stieg, war das so befreiend. Ich fühlte mich wirklich zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren komplett frei. Und eben auch die Entscheidung getroffen zu haben, ich versklave mich hier nicht für so eine Firma. Das war natürlich auch toll, aber es war, wie gesagt, ganz schön, eben an diesen blühenden Pflanzen und Bäumen vorbeizufahren. Und zwar so dicht, dass man danach greifen kann. Es ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Ich weiß, ihr habt auch Familie und Kinder und kleine Kinder und ihr seid dann schneller und pipapo. Ich weiß, es gibt auch eine Menge Vorwände, um zu sagen, nein, ich brauche mein Auto. Ich kenne es aus meinem Freundeskreis auch. Ja, ich kenne das auch alles. Ne? Ich will niemandem empfehlen, sein Auto zu verkaufen. Ich wollte eigentlich auch nur damit sagen, dass ich es super finde, wenn wir in Zukunft da mal ein bisschen schlauer mit dieser Autofahrgeschichte umgehen
Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, endlich in Zukunft mal, dass das Uber oder diese selbstfahrenden Autos oder eben diese anderen Mietwagendienste, dass die auch mal auf die Dörfer kommen, dass wirklich jeder am Ende auf sein Auto verzichten kann. Immer in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich, dass die nichts kosten am besten. Ja? Fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr ist ja eine Idee, die schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren schon in Berlin diskutiert wurde. Das sind alles hochinteressante Geschichten. Du gehst einfach aus dem Haus und steigst einfach irgendwo ein und brauchst nirgendwo zu bezahlen. Oder nur kleine, wirklich kleine Kleckerbeträge. Und nur dann ergibt das auch alles einen Sinn. Aber wer hier dann eine Ansage macht in den Kommentaren, weil ich sein Auto beleidigt habe, also dann hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben verloren. Ja? Es ist wirklich die Lebensfalle, kann man ja sagen. Wir sind gefangen in Krediten. Und dann war es das schon. Wir müssen unser Auto abbezahlen, wir müssen unsere Wohnung abbezahlen. Wir haben Konsumerkredite. Ne? Da sind vielleicht Klamotten dabei, da ist vielleicht die PlayStation vom Kind dabei, da ist vielleicht die PlayStation vom Papa dabei. Und ihr wisst, ihr kennt das alle selbst, ja. Und man ist gefangen da drin. Und mein Gott, ich muss diesen Job machen. Egal, wenn mein Chef morgen kommt und sagt, du kriegst noch weniger, ich muss das machen, ich muss diese Kredite bedienen, sonst bricht das hier alles zusammen. Ne? Ich habe es in der Familie, keine Ahnung, vor ewigen Jahrzehnten schon erlebt, von ein von außen gesteuerter finanzieller Zusammenbruch. Ne? Dann musst du plötzlich, und dann merkst du plötzlich, wie befreiend das sein kann. Ja. Ich bin zum Beispiel nach einiger Zeit, nachdem ich mein Unternehmen abgemeldet habe, liefen hier natürlich weitere Rechnungen auf. Und natürlich habe ich dann auch gewisse Rechnungen am Ende nicht mehr bezahlen können. Und das lief dann immer auf, immer weiter, immer weiter. Und dann bin ich nach 5 Jahren, habe ich mich mal informiert, bin zu einem Anwalt gegangen und der hat gesagt, ja, das sind ja alles Schulden aus einer Selbstständigkeit. Da ist ja kein Konsumerkredit dabei, nicht mal ein einziger Fernseher, den du irgendwie auf Kredit gekauft hast, hat er dann zu mir gesagt, der Anwalt. Und er sagte, da machen wir eine Regelinsolvenz für ehemalige Selbstständige draus, ganz einfach. Ne, da gibst du 5 Jahre Wohlverhaltenszeit und dann kannst du, egal wie viel, kannst du im Grunde beim Gericht abgeben und die bewachen das dann. Die kümmern sich auch darum, dass die Gläubiger angeschrieben werden und, und. Also und seit ein paar Jahren habe ich das eben gemacht und das funktioniert hervorragend, wie ich sagen muss. Ja, und das sind alles Möglichkeiten. Also ihr braucht vor Schulden oder vor finanziellem Druck nicht weglaufen und auch euch nicht jeden Tag in diese Sklavenmühle zu stürzen. Das braucht ihr nicht und schon gar nicht für ein Auto. Ja, oder zum Beispiel ein Kollege von mir, der sagt auch, oh, das wird immer enger, immer enger, immer enger. Und ich sage, Bruder, du wohnst hier mit deiner Frau und deinem kleinen Kind auf 80 Quadratmeter. Ein Zimmer hat 20 Quadratmeter, da stehen nur eure alten Umzugskartons drin. Ihr habt, eure Wohnung ist zu groß, ihr müsstet eigentlich umziehen. Oh, das ist ja stressiger, das ist ja noch stressiger, als die Kohle zusammenzukratzen. Ja, sage ich, also Leute, genau, und das ist es eben. Ne? Es wird am falschen Ende gespart, die Probleme werden nicht angepackt. Ja, das ist es. Ne? Dann kommt eine Unzufriedenheit. Und im Grunde mehr wollte ich damit auch nicht sagen. Leute, schreibt mir auch zu dem Thema gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare, so wie ihr es in der Vergangenheit gemacht habt. Ich bin stolz auf euch, weil ihr diesen Kanal hier hoch erhaltet. Was wäre dieser Kanal Streampunks Neue Welt ohne Zuschauer? Insofern habe ich euch das zu verdanken, dass hier so viel los ist. Und ja, bedanke mich wirklich bei allen. Schaut hier in der Videobeschreibung mal nach ein paar anderen Links. Wie gesagt, Telegram-Kanal, Twitter, Discord und Odyssey. Odyssey zum Beispiel ist auch eine Videoplattform. Dort findet ihr auch gelöschte Videos, zensierte Videos von YouTube über die ganzen Jahre. Alles noch zu finden. Ja, lasst überall einen Kommentar da, lasst überall ein Abo da. Das ist für euch alles kostenlos. Und vor allen Dingen aktiviert auch die Glocke. Dann werdet ihr auch rechtzeitig informiert, wenn neue Inhalte auf meinen Kanälen anstehen. Denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.